Ja, Chat, wir machen den Dark Souls Run von Sonntag weiter. Ist ein Full Rando. Alle Bosse sind gerandomized, alle Gegner sind gerandomized, die Nebelwände sind gerandomized, die Items sind gerandomized. Und ich muss mit den Items arbeiten, die ich finde. Sobald ich ein Item finde, wird das automatisch ausgerüstet und ich darf es nicht wegrüsten. Sprich Rüstung, Waffen, Talismane und so wird alles automatisch ausgerüstet. Kann sich noch irgendjemand an irgendwas erinnern? Ich weiß nur, dass da oben gleich ein Boss kommt. Aber ich weiß nicht, was noch meine andere Route war. Meine andere Route war Manus. Stimmt. Meine andere Route war Manus. Auf die Idee, auf Vollbild zu stellen, kamst du nicht selbst. Ist dokumentiert innerhalb dieses Streams, dass ich mein Menü geöffnet habe, Draghi. Dann bin ich hier drauf gegangen, bin auf Option gegangen. Und dann habe ich hier Vollbild selber gemacht. Ich musste mein Gamepad niemandem geben. Ich habe das selber gemacht. Das war dokumentiert. Ich bin quasi selbst drauf gekommen. Verrückt, oder? Hast du nicht ein Dokument gemacht? Ja, aber ich habe mich wieder erinnert. Das Ding ist, wir haben jetzt hier unsere zwei Wege. Der eine Weg ist hier. Und der führt mich zu dem Bruder. Bei dem ich absolut kein Damage mache. Und der mich immer runterwirft. Weil er mich die ganze Zeit nur rumschiebt. Das ist das eine Problem, was wir haben. Wo ist mein Counter, by the way? Da ist mein Counter. So, wir haben jetzt 41 Tode. So, das ist der eine Weg. Und der andere Weg, den wir haben, war ich weiß es. Keine Ahnung, weiß es noch. Wir müssen dafür einmal hier lang. Ich muss dafür in Sands Fortress einmal reinlaufen. Einfach töten. Ja, ich würde den auch gerne einfach töten, aber ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht. Also, Moment. An sich, ich mache kein Damage, ja. Ich sterbe schnell, ja. Aber ich habe eine mittlere Rolle und ich habe eine Waffe, die überhaupt Damage macht. Deshalb theoretisch könnte ich mich jetzt da jetzt hinstellen und mit etwas Geduld und Ausdauer ihn runterkloppen. Ihn lernen, in dieser Arena zu bekämpfen. Lernen, mit meiner Mid-Roll umzugehen und ihn töten. Weil, wenn ich jetzt weitergehe und weiter loote, laufe ich halt Gefahr, neue Rüstungsteile zu bekommen, durch die ich eine Fat-Roll habe, also noch schlechter ausweichen kann und eine Waffe bekomme, mit der ich null Damage mache, weil ich sie nicht tragen kann. Und Calling Race, Dankeschön für 14 Monate. Vielen, vielen Dank. Und ich würde gerne eigentlich neue Items looten. Mit der Hoffnung, dass ich vielleicht. Nein, warte, ich fange anders an. Nicht Items looten, sondern Richtung Manus gehen, damit ich einen neuen Weg finde,
Ein Weg, der mir mehr Optionen gibt. Ein Weg, der mich vielleicht zum Schmied bringt. Weil Schmied bedeutet, ich kann meine Waffen upgraden. Waffen upgraden bedeutet, ich mache Damage. Weil Dark Souls 1 ist Katastrophe ohne geupgradete Waffen. Du machst halt null Damage. Also dieses Item unten im Hauptraum eigentlich, was so auf diesem Balkon hängt. Ich weiß nicht, über welchen Raum du gerade redest. Oh, ich laufe falsch. Warte, ich setze mich hier hin kurz. By the way, man hört mich nicht, weil ich irgend so einen Ring trage, der meine Geräusche ausmacht, dass mich Gegner nicht hören oder so. Wird das nicht zu teuer? Du musst dann ja jede Waffe leveln. Das ist okay. Das ist okay. Die Steine sind recht günstig. Die Preise sind ja auch gerandomized. Dementsprechend, wir haben die kleinen Steine und die mittleren Steine schon bei Shops gefunden für irgendwie 500. Das ist super wenig. Normalerweise kosten die mittleren Steine 3600 oder so. 500 ist halt ein Schnapper. Ich habe auch schon einen Shop gefunden mit einem Brocken. Nicht mit Brocken, sondern mit einer Scholle. Die kostet auch fast gar nichts. Also ja. Der große Raum von Sans Fortress mit den Schwingschwong-Teilen. Nee, habe ich noch nicht, weil ich immer noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Stimmt, der Typ bei Quelan ist auch ein Händler, ne? Ich habe gar nicht seine Items mehr angeschaut. True. Fuck. Muss ich zurücklaufen? Schnell mal zurücklaufen? Nee, komm, machen wir später. Bist du langsam, Draghi? Ich bin aber so dumm, ich check das, lese das und setze mich trotzdem ans Lager vor. Ich hätte mich jetzt einfach auch umbringen können. Und dann wäre ich wieder wie wieder beim anderen Lagerfeuer. Digga, ich sag Lagerfeuer. Was ist denn mein Problem? Was für Lagerfeuer? Gnade. So. Ich kenne mich da unten leider nicht so gut aus. Aber den Weg zum Manus sollte ich finden, denke ich. Boah, die Höhle da unten wird ja die Hölle. Da sind ja ursprünglich super viele solche Humanity-Gegner. Und die werden jetzt alle komplett random Gegner sein, die alle auf mich aggressiv zurennen werden. Das wird ja fürchterlich, ne? Hölle, nein! Fahrstuhl, bitte schneller. Jetzt so ein bisschen Stockbrot, ein bisschen Marshmallows. Marshmallows schon ranzig, oder? Hab den Hype um Marshmallows nie verstanden. Ist einfach nur Zucker in einer richtig widerlichen Konsistenz. Lass mal M bei Manus weg. Ist bloß schwarzer Humor, heul nicht rum, okay? Tron, du scheiß Legende. Vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Für 10 Subs. 10. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Na, einfach der spendable Boss. Immer mal wieder. Dankeschön, Mann. So. Hier wird es jetzt ein bisschen ekelhaft, Chat. Sense! Ich habe eine Sense, die ich sogar benutzen kann. Yo! Ich habe halt keine Ahnung, wie es mit Loot hier unten aussieht, Chat. Was habe ich eigentlich für eine sicke Hose? Ich habe absolut keine Ahnung, wie es hier mit Loot aussieht. Ich kann mich auch noch grob an den Weg erinnern, aber das war's auch. Eieieiei. Eieieiei. Jo, wie viele Gegner es kommen!
Ja, Stockbrot ist mega geil. Ich liebe Stockbrot. Richtig geil. Aber Marshmallows. Bleh. Leute ballern sich auch so Marshmallow halt so rein. Also ohne Lagerfeuer. Bleh. Das ist voll geil, nee. Ich finde das richtig eklat, die Konsistenz. Ranzo. Gotta let it out, gotta let it out. So, das ist eigentlich der reguläre Weg. Also den ich immer gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob es einen kürzeren gibt. Und dann war da oben so ein nerviger Gegner und hier ging es dann runter zum Herrn Arnus. Arnus. Junge, der Typ von hinten mit seinen scheiß Pfeilen. So, und da ist eine Nebelwand. Das Ding ist, wenn hinter dieser Nebelwand jetzt irgendein krasser Boss ist. Ach du Scheiße. Dann haben wir... Wobei, mit der Waffe mache ich eigentlich soliden Damage. Damit können wir vielleicht versuchen, Mausoleumswächter zu machen. Wobei, Mausoleumswächter ist auch nicht unbedingt Damage das Problem. Bei Mausoleumswächter ist halt wirklich eher die Arena das Problem. Dass er halt einen immer da runterschiebt. Das ist eher so das Problem, ne? Ja, okay, das war's. Wir sind bei der nächsten Waffe. Vamos Hammer! Vamos a la playa! Let's go! Ich war mal bei der Geburtstagsfeier, wo wir dann XXL Marshmallows gegrillt haben am Lagerfeuer. Endete damit, dass ich einen geschmolzenen XXL Marshmallow in meinen Haaren hatte. Was ist mit dir los, Poppy? Wieso steckst du dir einen Marshmallow in die Haare? Ach du Scheiße. Boah, mein Damage ist voll gut. Mein Damage ist OP. Mein Damage ist richtig gut, Chat. Ja, aber ich komme nicht aus dem DLC raus. Ne? So viele Nebelwände führen zum DLC, ey. Das ist so ätzend. Ja, vielleicht entfache ich das Bonfire hier, damit ich immer mit 10 Estus runterlaufen kann. Halt wirklich, ist einfach nur ein DLC-Rando. Ist machbar, ja, ich muss halt nur auf die mittlere Rolle irgendwie drauf klarkommen. Oh! Jungs, Jungs, bitte. Ich muss zum Boss. Okay! Ja, ich weiß nicht, ob ich Mausi machen will. Mausi ist halt, die Arena mit Mausi ist halt super schrecklich. Ich mach, dass das Spiel dich sieht. Ja, ist halt ein nettes Game, ne? Ach ja, ist doch okay! Wie bin ich gerade hier runtergekommen? Oder ich gehe jetzt mit dem Scheißhammer zu Mausi. Naja, ich will auf keinen Fall Mausi machen. Mausi ist eine Katastrophe. Lieber hier Artorias. Ich muss nur irgendwie einen vernünftigen Weg finden. Okay, danke. Ich meine, ich könnte theoretisch auch die töten.
Oh, es sind echt viele. Und während ich campe, werde ich halt auch von irgendeinem Silberritter beschossen und von irgendeinem Magus werde ich da beschossen. Also hier kämpfen ist eine Katastrophe eigentlich, ne? Ja, das meine ich. Ich habe jetzt versucht zu kämpfen. Wird direkt abgebrochen. Okay, ich muss einfach links an der Wand entlang, dann geht es. Nicht droppen. Wenn ich mich droppe, dann gefährlich. Arschloch. Das ist schon fast Canon, ne? Normalerweise, wenn man hier runter rennt, dann greift dich auch die ganze Zeit so ein Magus an. Ist schon fast Canon hier. Schade, dass es hier keine Marika-Statue gibt, ne? Ja, Markus aus Berlin. Aus Berlin, aus Bayern. Boah. Ja, lass mich doch mal kurz aufstehen. Mit der Waffe habe ich auch viel im New Game Plus gespielt. New Game Plus. Level 1 Run gespielt, ne? Cooler Boss, ne? Aber wieso bin ich auf einmal so gierig? Oh ja, Double Hit. Er kann drei machen. In der zweiten Phase, scheiße. Dieser Salto-Hieb, den gibt's in Elden Ring, ne? Den kann man selber einsetzen. Ist ein geiler Salto. Einfach aus Dark Souls 1 mitgenommen. Level 1 Run in Dark Souls 1 ist gefühlt echt nicht schwer, ne? Ja, Nito hatte ich auch Probleme in Dark Souls 1 Run. So Level 1 Run. Aber ja, wenn man halt weiß, welche Waffen gut sind auf Level 1, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Aber generell, weil es fühlt sich halt an irgendwie bei Dark Souls, dass es irgendwie so ein bisschen angepasst ist, so ein bisschen gebalanced ist. Dark Souls 3 hat auch Level 1 sehr gut funktioniert. Elden Ring Level 1 funktioniert nicht mehr so gut. Angerotzt. Ich habe mich angerotzt. Ich war gierig. Wieso springe ich in ihn rein und nicht? Wie er mich runtergedrückt hat, ey. Bonk, bonk, bonk. Aber nice, dass wenn man auf dem Boden liegt und der macht den
mehrfachen Bonk. Dass es nicht den vollen Schaden macht. Bei Elden Ring wäre das jetzt ein Insta-Kill. Der Dreifach-Bonk. Egal ob du 10 Vitality hast oder 200 Vitality hast, bei Elden Ring wäre das ein One-Hit-Move. Hey Kuro, was geht ab? Mach den Wächter, ja, jetzt nächsten Try mache ich weg. Ich weiß noch damals, wie Leute dachten, Natoria ist viel zu schnell, ja, Mann. Aber wenn man heute die neueren FromSoft-Spiele gewöhnt ist, sind Satoria halt eigentlich echt langsam, ne? Trägt das sein Wix-Shirt? Ich weiß es nicht. Meine Worte reichen schon lange nicht mehr. Passt aber zu Dark Souls 1, ja. Alles ist in Dark Souls 1 stimmig und perfekt. Aber die zweite Hälfte, Ivalice hat die Fresse. Ivalice ist wundervoll, so wie es ist. Ich hätte keine Ausdauer. Das ist so dumm. Wieso mache ich das? Hey, hör auf zu dodgen jetzt! Hör doch auf jetzt! Ja, der Band of Chaos-Kampf ist vielleicht nicht cool, aber alles andere drumherum ist cool. Der Ort ist cool, dass die überhaupt so einen Boss reingemacht haben. Ich werde gierig, Schatz, ich werde gierig. Boah! Hab ihn! Gute Rüstung. Menschlichkeit. Und die Stille wieder. Hey, direkt Progress. Oh, der hat ganze 5000 Seelen gegeben. Boah, voll süß. Okay, wo kommen wir raus? Ich kann zum Schmied. Ich kann zum Schmied. Ist gut, das ist perfekt. Ich habe endlich einen Weg zum Schmied gefunden. Ich habe Sonntag die ganze Zeit versucht, irgendwie einen Weg zum Schmied zu finden. Und dadurch, dass ich theoretisch jetzt hier bin, wenn ich das überlebe, dann könnte ich zum Schmied laufen. Und wir wollen zum Schmied.
Weil ohne Schmied sind wir sehr schwach. Hier ist eine Kiste mit sehr viel Loot. Breitschwert bleibt Breitschwert und Breitschwert bleibt Breitschwert. Und einen coolen Silberring. Damit kriege ich jetzt mehr Seelen. Oder so. Ne, ich glaube mehr Item-Drops, ne? Zusätzlich Seelen, ne, doch mehr Seelen. Treten wir mal dem Eid hier bei. Ich denke mal, die G's, die Boys hier, werden mir nicht die Sachen droppen, die sie in Vanilla droppen, ne? Er droppt halt einen coolen Ring. Aber ich denke mal, den kriegen wir jetzt nicht. Ich wollte noch nebenbei so einen Kommentator, der mir alles erklärt, weil ich im Grunde keine Ahnung habe. Deshalb haben wir einen Livestream. Da ist es dann ganz, ganz nice, weil dann kannst du einfach in dem Chat fragen und ich kann dir einfach antworten. Oder der Chat antwortet dir. Cool, tot. Komm schon. Schwere Stiefel. Ich hab ne gute Rolle. Guck mal, wie smooth ich rolle. Bubu. No way. Bubu. Ich hab ne Waffe, die ich benutzen kann. Und sogar ne gute Rolle. Bubu. Wieso hast du Mario Kart 8 Schwerkraftteile an den Füßen? Das ist ein Ring. Das ist keine Schwerkraft, das macht, dass die Gegner mich nicht hören. Deshalb hörst du bei mir auch keine Schrittgeräusche, wenn ich laufe. Was ist ein Ring? Okay, ich dachte nicht, dass ich so weit jetzt zurückgehen muss und dir alles erklären muss. Also du kannst am Finger so ein Schmuckstück dir auf den Finger setzen. Zum Beispiel das hier, ich habe gerade einen Ring gefunden. Bund von Artorias Chat. Das ist wichtig, ne? Wir haben ein wichtiges Key-Item bekommen. Dieses Item ist wichtig, weil es gibt einen Bosskampf. Bin ich im Kreis gelaufen? Ja, ne? Es gibt einen Bosskampf, der so im Nichts stattfindet. Da ist alles komplett schwarz und dunkel und gruselig. Und wenn du diesen Ring nicht hast, dann fällst du durch den Boden. Ach, da die Leiter, stimmt. Ja, der Damage! Ja, mein Damage! Ich hab kein Estus! Estus! Ich könnte auch versuchen, zurück zum Mausi zu gehen. Und nochmal Mausi bekämpfen. Aber ich könnte auch zum Schmied laufen.
erstmal. Meine Waffe upgraden und dann zum Mausi gehen. Aber ich muss eh zurückgehen, wenn ich mir die Upgrade-Materialien kaufen will. Alles schwer. Boah, so geil, vernünftig rollen zu können. Wer ist Mausi? Mausoleumswächter. Der kleine Fratz. Ich dachte, ich bleibe auf der Zwischenplattform stehen. Aber er rutscht komplett runter. Knöchel verletzt. Ab jetzt No Death? Ich denke nicht. Ich denke, das wird kein No Death Run. Möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, da unten gibt es halt noch einiges an Items, ne? Irgendwo gab es ja noch den Weg zu dem Doggo. Da gab es auch noch Items. Hier ist der Doggo. Das ist eine Katze. Miau. Ja, ist doch gut jetzt. Die Katze hat mich dahin gelotst. Ich habe da irgendwie eine Wand gerade geöffnet. Irgendwie tut das in den Augen weh. wo komme ich hier raus? Okay. Ich gehe mal kurz zum Bonfire von hier aus. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Wie genau bist du vor Manus gerade noch gewesen? Wie? Falsche Tür, ne? Ne, die ist auch schon offen. Ja, ich mache viel zu wenig Damage, Chat. Das wird bei Mausi nichts bringen. Ich meine, ich kann vernünftig dodgen, aber ich mache 29 Damage. Ja, Nebelwände sind auch gerandomized. Alles ist gerandomized. Alles, was man randomizen kann, ist gerandomized. Theoretisch können wir noch Parameter randomisieren, aber das ist nicht cool. Chat, der Hund wird mich töten. Hätten wir den Hammer gehabt, ja. Mit dem Hammer wäre es vielleicht ein bisschen besser. Aber mit dem Hammer hätte ich auch vielleicht noch eine andere Rolle. So, mal gucken, wie viel Damage ich bei ihm mache. 30. Mehr als bei dem Doggo draußen. Damage. Powerhouse. Schwanz abpacken. Aber wieso greife ich an, wenn ich keine Ausdauer habe, lol?
Draghi meinte letztens, der kann nicht runterspringen. Leider nicht. Das sind irgendwie unsichtbare Wände oder so. Ja, yeah, ich meine, ich habe den Schwanz schon abgeschlagen. In einem der anderen Tries. Aus Versehen. Aber natürlich konnte man schon staggern. Soll ich das Bonfire hier entfachen, damit ich mehr Heilung habe? Wie viel Menschlichkeit habe ich so? 7 Stück. Ja, ich weiß nicht. Ich will nicht zu verschwenderisch eigentlich sein, ne? Ist Eisengolem nicht was aus Minecraft? Unter anderem. Unter anderem. Ja. Hast halt kein Damage. Nee, 30 ist okay. Der Balken ist kleiner, als er aussieht. Könnte theoretisch Onsen und Smough in Capra Demons Arena sein? Kann theoretisch sein, ja. Also die werden nicht zusammenkommen, wenn dann eher wahrscheinlich einer von den beiden. Weil Capra Demon ist ja nur ein Boss. Also wird nur einer auch da stehen. Ich schaff das. Also, Big Ornstein hat mir schon gehabt. Soweit ich letztens verstanden habe, liegt es eher daran, dass der Wächter an sich in seiner Arena nicht rausfallen kann. Deswegen kann er auch nicht dort fallen. Nee, irgendwie meinte Draghi, dass der Eisengolem runterfallen kann, weil bei ihm extra eine Mechanik eingebaut ist, mit der er runterfallen kann. Aber Bosse generell können wohl nicht runterfallen. Wieso ist mein Schwert so kurz? Aber bitte bleib doch stehen! Ist halt Breitschwert, nicht Langschwert, ne? Als ob der mich noch getroffen hat. Ich glaube, ich mach mal ohne Anvisieren. Ich glaube, ohne Anvisieren komme ich besser klar. Die Kante! Illusionary Wall meinte, dass es in der Arena Enemy Walls gibt, die verhindern, dass Gegner darunter fallen. Eisengolem hat aber bei dieser einen speziellen Animation eine Ausnahme und kann darunter fallen. Also, ich glaube Illusionary Wall nicht und ich glaube Draghi nicht. Einfach nur aus dem Grund, dass ich die ganze Zeit hoffe, er fällt runter. Ich hoffe einfach die ganze Zeit, die haben Unrecht. Wo war das ein Treffer? Welcher Welt? Ich könnte in dem Manusgebiet vielleicht noch ein paar Items looten. Vielleicht kriege ich dort eine Waffe, die besser ist. Nur eine Waffe?
keine irgendwie dicke Hose, die 20 Kilo wiegt? Maybe. Junge, so ein kleiner Doggo und so eine breite Hitbox. Ich dachte, du kannst zum Schmied. Ja, aber ich habe halt keine Runen. Seelen. Ich müsste ja Seelen farmen, damit ich upgraden kann. Ich könnte halt theoretisch zum Schmied gehen. Erstmal ein paar Seelen sammeln. Paar Items kaufen. Dann zum Schmied laufen. Waffe auf plus 5 upgraden. Und dann zum Mausoleumswächter gehen. Aber vielleicht, wenn ich mal kurz hier so in den Shortcut, den ich gerade gemacht habe, kurz reinlurke, kurz abchecke die ersten 2-3 Items, die da rumliegen, dann habe ich vielleicht eine Waffe, dass ich nicht diesen großen Umweg machen muss. Ja, wie gesagt, kann sein, dass ich mit Vamos a la Playa vielleicht noch eine nicht die schnelle Rolle hätte. Und dann wäre es auch schwierig gewesen mit dem Hammer, auch wenn er mehr Damage macht. Vielleicht habe ich auch mehr so viel Damage bei Artorias gemacht, weil Artorias einfach gerade komplett runterskaliert ist. Weil er hat mir 5000 Runen gegeben. Komme ich überhaupt weiter? Du wolltest doch bei Katze gucken, ob dein Item war. Ja, irgendwo hat mir die Katze eine Tür geöffnet, aber ich habe keine Ahnung wo. Ich habe gerade danach gesucht. Ciao. Ich call gleich Fat Roll. Call a Therapist. He's a bit crazy. Ja, Jungs! Ja, ist über Elden Ring. Sieht so scheiße aus, ne? Drippt gar nicht. Die Tropfsteinhöhle ist komplett trocken. Chat, was passiert hier? Ach, das ist der Doggo. Musste ich ein Item für ihn mitbringen, Chat? Stimmt, ne? Musste ich nicht dafür den Ring haben? Nee. Hä? Was musst du nochmal bei ihm machen, Chat? Ich weiß gar nicht mehr. Du musst die Geister drumherum töten. Ach du Scheiße. Die Geister also. Mit meinen 29 Damage. Hey, bei dem mache ich 100. Ach, stimmt, das ist hier niedriger gescaled. Hier mache ich ein bisschen mehr Damage. Die sind da allein gesperrt, Chat. Wegen dem Skelett. Mann, was für tolle Geister. Was für tolle Geister, ey. So geisterhaft. Da liegt Loot? Nee. Ey, das war ein Backstep! Illegal!
So, gibt's da noch mehr Geister? Da ist noch ein Geist. Dogo? Schmutzige Robe. Stark. Hauptsache leichte Rüstung, okay. Geister, ja. Weißbrote, überall. Ja, wenn die hier alle so ein bisschen schwach sind, könnte ich ja versuchen, mich so ein bisschen hier durchzukämpfen, oder? Hey, Sabaton-Fan, was geht ab? Könnte ich mich ja ein bisschen durchkämpfen, oder? Okay, die tankt ja komplett alles. Chat, meine Gehirnzellen aktivieren die ganze Zeit einen Sprungangriff in meinen Fingern. Nein, mein Item! Aber ich kann keinen Sprungangriff machen, das ist Dark Souls. Dämon-Titanid? Hey. Grauer Brocken, stark. Upgrade-Materialien. Ey, diese scheiß Skelette überall, ne? Boah. Komm hier hoch, komm hier hoch. War da noch ein Rad? Hab ich gerade ein Rad gehört? So! Ich nutze die Umgebung. Chillige Musik, während ich in diesem Drecksloch. Oh, ich habe kurz auf mein Streamdeck geguckt. Und jetzt passieren Dinge. Kristallglut und Zauberseelenpfeil, okay. Ja, er kam irgendwie von oben und dann ist er auf die Ratte gelandet und irgendwie abgerutscht und dann ganz runtergefallen. Okay, da war irgendwie so ganz low-framiger Knochen, der weggeflogen ist. Okay, Funkeltelenit. Da ist noch ein Item. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wäre auch cool, mal irgendwie meine Estus upgraden zu können, ne? Das wäre auch ganz cool. Dumme Scheißmagier. Dieser dumme Scheißmagier mit seinen dummen Scheißfreunden. Kurz abchecken, wie viele Seelen habe ich dabei? Gar keine. Wir brauchen, ich glaube, 9 Steine, ne? Um plus 5 zu machen. 9 mal 500 sind 4500, ne? Oder waren es 8? Brauchte man 8 oder 9? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der gibt leider zu wenig. Hä?
Ach ja. Ich habe gerade den Wald gesucht. Aber ich habe ihn vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ja, ich muss wieder zurück zu Manus. Der hat die mittleren Steine. Nee, er verkauft auch die kleinen. Sogar noch günstiger, Chat. Jetzt brauche ich noch 4 Stück. 4 mal 200 sind 800. Das ist ja easy. So long. Was für eine Glut habe ich? Glut tut dir gut. Gut tut dir gut. Riesenglut. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Die macht von 10 auf 15. Okay, wir haben leider nicht die große Glut, von mit der ich von 5 auf 10 machen kann. So, wir gehen noch ein paar Monster kloppen. Holen uns noch die restlichen Steinchen und dann Abfahrt. Warte, da unten sind noch ein paar Gegner. So, und die sind hier so günstig, theoretisch. Wenn ich irgendwie mal einen Ort gefunden habe, wo ich gut Seelen bekomme, kann ich einfach hier hingehen, bei ihm direkt mir irgendwie so 50 Steine kaufen. Ja, ich wollte nach unten. Irgendwie so 50 Steine kaufen und dann bin ich erstmal gut versorgt für die nächsten paar Waffen, die ich upgraden will. Wie viel Seelen gibt ihr, Jungs? Proba! Er lebt. Er lebt immer noch. 100. Ach stimmt, hier war die Katze. Die macht hier so komische Geräusche, ne? Miau! Miau! Oder Igel oder Maus, Digga, was auch immer. Miau! 360, stark. Dieser Song, Alter. So romantic, Alter. Bäh, mir fehlen noch 100. Hier gibt's noch 2 Gegner. Ich kam einmal rein und raus und dann sind hier wieder die Gegner gespawnt. Dann töte ich dieselben, gehe ich wieder hoch und dann habe ich meine genug Seelen. Ne? Bei Quelana war doch ein Punkt, wo irgendwie random Gegner gestorben sind. Vielleicht musst du das genauer triggern. Im Moment länger warten oder so, weil das hatte ja beim zweiten Mal nicht richtig funktioniert. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Hat jetzt auch nicht so viel gegeben, oder? Das waren irgendwie so 2000. Also schon ganz gut 2000, wenn man halt so ein paar Steine kaufen will. Aber ja. Wie bin ich zu Quelana gekommen? Wie war der Weg? Kannst du dich daran noch erinnern? Wo ist der Schlangenboy? Ah, der kann mir eigentlich egal sein. Ich habe 800. Quelana war Sands Fortress. Von der Kugel aus nach unten die Treppe. So. Okay. So, dann müssen wir jetzt wieder zurück zum Manus. Dem dreckigen Anus.
Du bist so lustig, Draghi. Das ist der Song von Undine aus Undertale. Na ja, okay. Ja, okay. Wie bin ich nochmal gelaufen? Das ist falsch, ne? Mein Gott. Jungs, bitte. Da unten ist noch irgendwie ein Item, ne? So, bitte nicht anschießen, danke! Okay, ich hab's geschafft. Nee, ist nicht Fight Against True Hero, das ist hier Spear of Justice halt. Und Undine. Laut meinem Winamp. Wäre geil, wenn es in dem Rando auch so ein paar mehr Bonfire geben würde. Wenn man Foggate Randomizer macht. Ich glaube, bei Elden Ring ist das so, ne? Aber gut, Elden Ring ist komplett eine Katastrophe mit Foggate. So, wie war jetzt der Weg nochmal? Ich muss zu der Leiter. Diesmal hier kein schmutziger Silberritter. Wie ist das jetzt mit den Bossen? Die sind gerandomized. Da sind andere Bosse. Okay. Ein paar Zaubertricks, die ich mir jetzt aus dem Ärmel zaubern kann. Aber jetzt fehlt uns im DLC eigentlich nur noch Chat. Da ist ein Wuffi unten. Der wurde mit der Hydra ausgetauscht, oder? Aber wieso spawnt er dann nicht im Wasser und stirbt? Da, wo die Hydra steht. Den könnte ich doch theoretisch dazu bringen, dass der ins Wasser fällt, oder? Weil hier ein Boss ist. Hier ist eine Hydra-Boss. Die Hydra ist nicht da. Er ist die Hydra. Steinstulpen! Scheiße, meine gute Rolle ist weg.
Ja, ich komme später wieder. Ich mache nämlich kein Damage. Alter, geil, Kupfermünze. Boah, meinst du, ich kann ihn hier an der Tür cheesen? Hable ist nicht gerandomized. Verdammt! Ich will nicht doppelt rollen, ich will nur einmal rollen. Oh! Er hat mich erwischt. Der hat meinen kleinen Zeh getroffen. Oh, jetzt habe ich wieder eine Scheißrolle. Ich hätte bei Mausi bleiben sollen. Ich hätte mit den 30 Damage Mausi bekämpfen sollen. Jetzt mit dieser Scheißrolle habe ich wieder null Chancen gegen Mausi. Und ich werde wahrscheinlich in diesem Run so gut wie nie eigentlich so eine schnelle Rolle haben, ne? Ich hätte eigentlich die schnelle Rolle ausnutzen sollen. Für Mausi. Naja. It is what it is. Fehlentscheidungen werden getroffen. Damit muss ich jetzt leben. Dieser ganze Run besteht nur aus Fehlentscheidungen. Schon allein, dass ich diesen Run gestartet habe, ist eine Fehlentscheidung. Ah. Vielleicht ist Havel auch mit Havel gerandomized worden. Ich glaube, NPCs werden nicht gerandomized. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ciao. Ich dachte halt, da ist irgendein easy Gegner drin. Ich klatsche den weg. Und dann mache ich Sif an der Tür. Cheese ich so ein bisschen hinweg. Aber ja. Der Plan ist nach hinten gegangen. Ich höre das Grummgeschrei hier. Ja, wie weit wird Ziff hinter mir herlaufen? Bis zu André hoch? Kann ich ihn zurück zu André bringen? So, aber theoretisch hätte ich jetzt über Havel eine Nebelwand. Dann könnte ich in die City rein. Und Richtung Feuerbandschrein laufen. Da hätte ich auch eine Nebelwand. Wenn ich bei André da oben in der Siedlung rumlaufe, da gibt es die Gargoyles eine Nebelwand. In der City selbst gibt es eine Nebelwand. Wir haben auf jeden Fall jetzt einige Wege. Ich kann jetzt auf jeden Fall versuchen, stärker zu werden, bevor ich irgendwelche Bosse klatsche. Aber jetzt haben wir ein paar Möglichkeiten. Dieser Scheißhund!
Ich bin tot. Ich lebe. Ach, vielleicht, wenn ich in Richtung... Chat, wir probieren was aus. Planänderung. Hallo, wieso lädt er da nicht hoch? Ich sehe gar nichts. Ich laufe hier entlang. Und dann läuft er vielleicht hinter mir her und rutscht an der Kante runter und stirbt. Was sagt Illusionary Wall dazu? Kann Sif ins Wasser fallen? Nein. Ah! Der dumme Köter. Renn doch! Hier ist ein scheiß Baumgegner. Lol. Okay, Duell. Riesenratte gegen Riesenhund. Let's go. Duell. Ich bin entkommen. Wenn der dir hochfolgt, fällt er bestimmt runter und stirbt an Fallschaden. Ich glaube, der wird mir nicht folgen. Das war's. Der folgt mir nicht. Ich bin frei! Der sagt Ausrufezeichen Holy also. Apropos Holy, ich habe gerade, als ich auf Toilette war, habe ich auf mein Handy geschaut. Die schicken mir ein Paket zu. Ich glaube, ich muss mir niemals im Leben Holy kaufen. ich wusste nicht mal was davon. Aber DHL, meine DHL. Aber meine DHL-App hat gesagt, da ist ein Paket unterwegs. Gib ab. Ach, du brauchst auch gar nichts. Du kannst doch einfach unter meinem Link mit meinem Code bestellen. Das ist so günstig. Das ist ja eigentlich schon fast geschenkt. Stimmt, Chat, wir können auch noch hier lang gehen. Moment, hier unten ist keine Nebelwand, ne? Wir können theoretisch bis zum Feuerbahnschrein laufen, ne? Wenn ich von unten komme, da ist keine Nebelwand. Dieser dumme Scheißbogen. Ich hatte irgendwas anderes gerade vorher gedroppt bekommen, ne? Von dem Viech da, was runtergefallen ist. Und dann hebe ich einen Bogen direkt auf. Hätte ich den Bogen eine Sekunde früher aufgehoben, dann hätte ich jetzt die Waffe von dem Viech gehabt. Ja, kauf wegen Designs einfach. Kannst du dir, so wie früher Leute Monster Energy Dosen in den Schrank gestellt haben, kannst du dir Holy in den Schrank stellen. So, hier ist ursprünglich ein Bogen gewesen. Vielleicht wird der Bogen ausgetauscht mit einer anderen geilen Waffe. Schade. Aber ein Zickerhut steht mir gut. Boah, ja. Den Wald in die andere Richtung laufen. Richtung dem Bonfire. Oh mein Gott! Zickzack laufen.
In die andere Richtung zu laufen würde nur mir neue Items bringen, ne? Aber ansonsten... Doch, da ist noch eine Nebelwand. Zum Schmetterling. Boah, wir haben so viele Möglichkeiten jetzt, ne? Ich habe mir gerade geile Steinchen gekauft, damit ich meine Waffe upgraden kann. Und jetzt habe ich die Waffe nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt weiter nach Waffen suchen, ne? Moin! Oh, ich habe keine Pfeile. Ich habe keine Riesenpfeile. Andreas, mein Gutester! Endlich sehen wir uns! Oh Mann! Endlich sehen. Der verkauft ein Breitschwert, bleibt Breitschwert und Breitschwert bleibt Breitschwert. Er verkauft einfach Schwert des Mondlichts. Ach so, nee, warte. Der verkauft das gar nicht. Ich bin... Sorry. $15,000 dafür. Die Ritterseele könnte sich vielleicht lohnen. Die gibt, glaube ich, mehr als 2000. Er verkauft sogar direkt große Scherben und kleine... Ah, nee, kleine Scherben sind bei ihm viel zu teuer. Aber er verkauft große Scherben, das ist nice. Wobei, ist eigentlich egal. Da, wo ich kleine Scherben kaufe, da kann ich auch große Scherben direkt mitkaufen. Er verkauft Uchikatana für 40.000. Er verkauft einen Zauberstab für 500. Kann ich den benutzen? Chat, ich kann den Zauberstab benutzen, oder? Mage Run? Nee, kann ich nicht. Wird nicht rot markiert. Wie bei Elden Ring. Ich dachte, das wird halt markiert, wenn ich die Stats dafür nicht habe. Aber der braucht 14 Intelligenz. Ich habe 9. Ich bin ein Dummbatz. Okay. Der hat auf jeden Fall hier eine leichte Rüstung. Schäbiger Stoff. Meine Rüstung ist gerade schon leicht, aber ja, theoretisch. Oh, guck mal, wir können schon mal hier den Binokular mitnehmen, ne? Moment, verkauft der unendlich? Ich kaufe mir die Menschlichkeiten, glaube ich. Er verkauft nur 3 Stück. Die nehmen wir mit. Nehmen wir noch Fernglas mit. Okay. Ja, zu dumm zum Zaubern. Ja, Mage Run in einem Randomizer, das ist unmöglich. Also, was heißt unmöglich? So wie ich das spiele, mit Auto-Equip, da ist es unmöglich. Ich meine, es ist schon Mage Run in einem normalen Rando-Run ist schon schwer. Aber dann auch noch mit Auto-Equip ist halt unmöglich. Keine Ahnung, wie viele Zauberstäbe es in Dark Souls 1 gibt. Auf jeden Fall viel zu wenig, dass man damit einen ganzen Run machen kann. Ja, dann lass uns mal eine Waffe suchen. Moin, Jungs! Ich nehme das mal kurz hier mit, ne? Hexenhandschuhe. Und dann fahren wir runter. Da gibt es einiges zu looten. Und Spotless Guy, dankeschön nochmal für den Giftesab. Vielen, vielen Dank. Einfach zuschlagen mit den Magiestäben. Ich glaube, das geht in Dark Souls 1 nicht. Es gibt extra einen Stab, mit dem man schlagen kann. Also so ein Speer. Aber ich glaube, mit den normalen Stäben kann man... Ich bin mir nicht sicher. Das war's, Chat. Das war's komplett. Wobei André verkauft eine schäbige Rüstung. Damit könnte ich das austauschen. Zip. Reisehandschuhe.
Streitaxt, nice. Wir haben eine Waffe, Chat. Ich habe eine wir gehen zu André. Ich kaufe die schäbige Rüstung. Wir upgraden die Axt und dann gehen wir Mausi machen. Die Axt ist nice. Ist eigentlich ein Item? Ja, das ist ein Item. Boba. Okay, ich habe Steinhose. Ja. Das war's mit dem Plan. Wir gehen weiter looten. Auch wenn ich jetzt die Rüstung kaufe. Schwarze. Oh, Chat. Wir verkaufen die Rüstung nicht. Wir upgraden die Waffe. Und spielen auf Boys. Oh, ich kann das Schild nicht tragen. Schade. Wir können doch keinen Tank Run machen. Es wird gerade immer schlimmer und schlimmer. Wie gehen wir mehr und mehr? Hochlaufen. Ja, da oben gibt es noch ein Item. Ja, er kriegt das Schild nicht nach vorne. Weil er es nicht benutzen kann. Im Grab, Richtung Grab, Gräbern gibt es noch Items. Oba, die Deutsche. So, runtergetreten, die Sau. Standardhelm, Chat, es wird immer schwieriger. Ich wiege immer mehr und mehr. Aber springen, das kann er. So, ich könnte noch schwere Handschuhe gebrauchen. Blechhelm, okay. Oba! Ich meine, hätten wir jetzt ein Schild gehabt, was ich benutzen kann, dann hätten wir wirklich einfach auf Tank spielen können. Das wäre funny. Zieh dich. Oh nein. Wie er runtergefallen ist. Das tat mir ein bisschen leid. Boys sind hier irgendwie AFK. Ciao. Flügelspeer. Ja, die ist ein bisschen schlechter als die Axt. Das heißt ein bisschen um einiges, aber ja. Ich kann es wenigstens benutzen. Wäre halt für einen Tankrun auch ganz geil. Der Flügelspeer, ne? Weil Flügelspeer ist eine Waffe, die man hinterm Schild benutzen kann. Man kann blocken und schlagen. Habe ich dafür einen Schlüssel? Nee, ne? Das geht auch noch von der anderen Seite auf. Damit hätte ich wirklich einfach Mausi wegtanken können. Was passiert eigentlich, wenn ich mit einem Schild blocke, den ich nicht tragen kann? Jo, gute Nacht, Unisila. Ja, irgendwie sind die hier alle AFK. Die geben echt viel. Okay, warte, bei dem können wir es testen. Boah, ja, man verbraucht einfach nur sehr, sehr viel Ausdauer. Man kann blocken, aber ja, man verbraucht dann viel zu viel Ausdauer. Ah, das war's mit dem Sperrchat. Rein in sein Arschloch.
ins Auge. Endlich wieder Bogen, ja. Wenigstens ein Bogen, den ich benutzen kann. Sehen wir es positiv. Er rennt weg. Heimkehrknochen 6 Stück, okay. Du, 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 du. Die ganzen hängenden Gegner sind nicht da. Finger Butthole! Ist die Ratte jetzt bis dahin gelaufen? Oder ist es eine andere Ratte? Die steht auf der anderen Seite, guckt mich süß an. Hier geht's. Ja, ich hab jetzt RTSR. Jetzt können wir Mausi machen. Als ob der mich vergiftet hat. Lass mich mal kurz in meinen Randomized Pockets schauen. Ich hab lila Moosklumpen. So. Das hat die Ratte nicht kommen gesehen. Doppelmenschlichkeit, sehr gut. Dann gibt's hier noch ein Item. Und die Nebelwand lassen wir erstmal. Ich habe ja so viele Nebelwände, ne? Ich muss mir die alle merken. Die ich noch nicht gemacht habe. Da haben wir eigentlich Handschuhe, die ein bisschen schwieriger sind, Chat. Finally. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit mit diesen komischen Stoffhandschuhen rumlaufen. Das gibt's doch nicht. Hoppa! Oh nein, der hier immer noch. So. Bleibt stehen. So, wir gehen Richtung Friedhof. Das ist nicht Pokémon, das ist Animal Crossing. Der schenkt mir ein Item, ne? Wow, Gox Pfeile. Gok, Gok. Das ist weg. Das war irgendwas Animal Crossing City. Ui, nice, nehmen wir mit, jo, für einen Zehner, Alter, nehmen wir mit. Grüne Scherben für 500, angenehm, Gemaschen der Gunst, Schwarzklerikerrobe für 20.000, ach du Scheiße. Come again. Was machen Eids? Sind mainly für PvP gedacht. Ich glaube, mit einer Rolle komme ich da nicht rüber, ne? Wow! Wunderschön! Wow! Ah, nice! Eine leichtere Hose. Wir müssen halt die Rüstung irgendwie loswerden, ne? Also das Oberteil, das ist das Schlimmste. Katzeneidring, okay. Aber. Woba! Oh,
Ich denke mal, die Seelen reichen mir nicht für ein Level-Up, oder? Deshalb gehe ich, glaube ich, kurz, bevor ich auf dem Friedhof sterbe. Nee, ich wollte gerade sagen, bevor ich auf dem Friedhof sterbe, gehe ich kurz die Seelen ausgeben für ein paar Level-Ups. Für Rüstung upgraden. Waffen upgraden. Aber ich will ja nicht den Boden upgraden. Aber wir gehen trotzdem nochmal kurz zu André und ich gebe meine Seelen für was anderes aus. Und zwar ein paar Steinchen. Ich kaufe mal ein paar Steinchen, gebe dafür die Seelen aus. Kauf ein paar Steinchen. Dann haben wir die 3300 Seelen nicht komplett weggeworfen. Ich kaufe dir auch ein Steinchen. Ja, ist schade, dass viele Items halt hinter Eidrängen versteckt sind. Aber ja, it is what it is. Wir können theoretisch auch links Richtung Schwein laufen. Da gibt's auch Items noch, bevor wir zum Friedhof gehen, wenn ich schon mal hier bin gerade, ne? Könnte ich da noch ein bisschen looten? Da gibt es noch zwei, drei Items. Hoch zu den Gargoyles, da gibt es auch noch ein paar Items. So, Gegenstände kaufen. Wir können auch theoretisch die Ritterseele direkt kaufen. Und Rest meiner Punkte werfe ich hier einfach rein. Zwei. Boah, der verkauft die Grünen voll billig. 250. Stark. Cool und schade zugleich, weil an sich ja cool, dass es tatsächlich belohnt ist. Ja, aber ist halt schwer, ne? Irgendwie willst du ja schon eine coole Belohnung haben für die ganze Arbeit, ne? Aber für so Reruns oder so, wenn du irgendwie davon die Waffen oder Spells benutzen willst, dann willst du natürlich nicht den Aufwand machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach, der schiebt mich rein. Chat, ich bin gefangen. Ich komm da nicht raus. Ja, ich glaube, ich finde Friedhof absuchen nach Items ist eine coolere Idee als das hier. Gehen wir zum Friedhof. Nicht, dass es jetzt beim Friedhof super angenehm ist, aber... Da kriege ich vielleicht das ein oder andere Item einfacher und schneller. Wir können auch runter nach New Londo. Da gibt es auch noch Items. Wir haben ja auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Die Welt steht uns offen. Ciao. Die Harpie einfach mich gesehen und direkt in den Tod gesprungen. Doppelmenschlichkeit, sehr nice. Mann, ich hasse diese Deals. Diese scheiß Bloodborne-Gegner hier. Yo, okay, chill! Hab ihn! Hab ihn! Ja, ich weiß nicht, ob ich da... Ich kann es nochmal versuchen, schneller durchzurennen. Aber es wird echt schwer. Ich
könnte halt unten lang und hoffen, dass die alle runterfallen, wenn sie mir hinterher springen. Aber hier ist halt auch so eine riesige Schnecke. Scheiße. Ich wurde gebonkt. Und einfach mit dem Stein. Bonk! ja, lass New Londo abchecken. Oder hoch zu den Gargoyles. Boah, nee, hoch zu den Gargoyles ist Katastrophe. Das ist einer der schlimmsten Räume in einem Randomizer. Wieso? Ja, der ist ja dieser Raum, der voll ist im Vanilla, ganz voll ist mit so Zombies. Und diese Zombies sind halt jetzt alles andere Gegner, ne? Das heißt, der ist jetzt komplett Chaos. Und der ist im Randomizer immer beschissen. Oh, Chat! Ornstein! Jetzt haben wir schon Smaugs Brustrüstung und jetzt Ornsteins Handschuhe? Abfahrt. Moin, ich will kurz das hier mitnehmen. Junge, wie gut der hier steht. Der steht hier voll gut irgendwie. Oh, neue Stiefel. Ich glaube, die sind leichter. Was die ich vorher hatte. Ja, als ob da ein goldener Golem steht. Junge, da steht auch... Oh mein Gott. Ich glaube, dieses Item werde ich nicht so einfach bekommen. Vielleicht, wenn ich die anschieße. Wo sind meine Pfeile? Ach, shit. Der hat jetzt... Er hat jetzt random die Pfeile ausgerüstet, die ich nicht benutzen kann. Weil ich Gox Pfeile irgendwo gefunden habe. Ich könnte die halt da rauslocken, maybe. Oder bewegen die sich nicht? Ich glaube, die triggern erst, wenn ich auf der Brücke bin. Kann ich nicht schlagen! So, beiseite. Ich habe gehofft, ich kann ihn runterschubsen. Ja, gehen wir hoch zu den Gargoyles, maybe. Wir können auch wieder zurück in den Wald, da gibt es auch noch Items. Hey, Druckbetankung, was geht ab? Und Anthony, Dankeschön für den Prime Sub. Ich könnte theoretisch auch da, wo mich vorhin dieser Tentakel-Typ blockiert hat, könnte ich theoretisch auch von hier aus hinlaufen, ne? Kommt drauf an, was da hinten im Raum steht. Ja, ich glaube, da kommen wir ganz gut durch. Hier ist die Hellebarde gewesen. Alter, Helden des Weisen. Ich bin offiziell schlau. Blauer Augkopfel, Finstermond, Klingenring. Aha. Boah, da unten die, da ist Hölle. Da runtergehen wäre Katastrophe.
Da waren ja auch super viele Gegner. Die sind jetzt alle gerandomized und das ist auch noch so ein enger Gang. Ich werde da wahrscheinlich keinen Schritt machen können da drin. Moin. Autsch. Aber meine Poise gefällt mir. Ah, fuck. Nice. Was ist jetzt der Drache? Kein Drache. Doch, Drache. Ich habe Feuer gehört. Geh runter. Ich kenne Kegi nur von Memes. Ist er immer so ruhig wie jetzt? Oder ist er noch wild und crazy wie damals? Nee, ich bin arschlangweilig geworden. Ja, ich würde gerne das Bonfire benutzen, aber... Ich bin tot. Zauberei Stille. Ja, ich zitiere jetzt immer Shakespeare. Und wir machen immer, freitags machen wir auch immer unsere kleine Gedichtsanalysestunde. Mach einfach zu. So. Eins. Eins. Ja, was soll ich machen? Mittwoch ist Poetry Slam Tag. Das ist mein Lieblingstag. Darf ich hier raus? Nein? Mann, kann ich irgendwas anderes aus dem Bogen bekommen? Wohin gehen wir? Wir gehen in den Wald. Ich glaube, Wald ist sicher. Wald ist nicht so voll mit Gegnern. Ich glaube, Wald ist gut. Ja, ich glaube, Wald ist eine gute Idee. Was steht uns offen? Alles. Alles. Sag, wo ich hingehen soll, ich gehe hin. Wald mit Bogen. Ja, kämpfen tue ich eh nirgendwo. Ich habe keine Pfeile. Egal, wo ich hingehe, ich kann nicht kämpfen. Ich muss nur rennen. Deshalb glaube ich, Wald ist ganz angenehm zum Rennen, weil da sind nicht so viele Gegner. Jo, Biako, was geht ab? Biako. Oh, ja, das passiert öfters im Randomizer, dass hier Spiel abstürzt auf dieser Brücke. Irgendwie ist diese Brücke magisch. Biako, als ich dich als Kitten geholt habe, als ich dich adoptiert hatte, Biako,
Da warst du noch wild und crazy. Wie ist es eigentlich jetzt? Nein, nicht mehr? Schlafen, ne? Schlafen ist gut. Ich kenne Bjarke nur noch von Memes. Oh, ich bin hier. So sagst du, er weiß, dass er adoptiert ist. Wir haben schon ein klärendes Gespräch gehabt. Der Song ist aus Fuga und heißt Ensemble in French. Hey, weird, ne? Die singt auf Französisch und ich höre kein einziges Mal Baguette oder so raus. Sicher, dass es Französisch ist? Bestimmt eine Kunstsprache. Ja, ich bin einfach lustig und crazy. Das sind meine Memes. Heute. Damals waren meine Memes Boobs und Apfeltee. Heute sind meine Memes Baguette. Und Draghi für Jokes kritisieren. Ich kritisiere alles, was ich will. Das ist mein Stream. Meine Jokes sind die lustigsten. Das ist ganz einfach. Egal wie unlustig der Joke für euch ist, den ich mache, einer lacht immer. Und das bin ich. Moin! Hashtag Keggy Amino. Nehme ich das Bonfire hier mit? Ja, schon, ne? Wer weiß, was da unten gleich noch kommt. Ich glaube, hochlaufen ist eigentlich recht easy. Wie wirst du dir die neue Beauty and the Nerd Staffel anschauen? Ja, aber erst ein paar Wochen. Weil wir gucken momentan noch eine andere Serie und hier ist eine Nebelwand. Und frische releasede Serien habe ich Angst zu streamen wegen Strikes. Deshalb beenden wir erstmal die Serie, die wir aktuell schauen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich irgendwie noch 2 Wochen oder so. Und dann fangen wir damit an. Mit Beauty and the Nerd. Also ja. Du musst jetzt stark bleiben und warten, damit du mit uns zusammenschauen kannst. Gehen wir zu Havel, I guess. Da können wir noch hochlaufen, wenn ich schon mal hier bin, ne? Nee, Steinteile sind wieder abgerüstet. Ich hatte Hose, glaube ich, gehabt und Handschuhe, ne? Die sind wieder abgerüstet. Gerade trage ich nur Helm. Leider. Ich habe diese Nebelwand hier ganz vergessen, nein, weil ich dachte, die nur beim Schmetterling ist eine Wand. Final Fantasy Musik ist traurig. Skip. Wie das so ein bisschen mitaimt, ne, die Scheiße. Geh doch runter! Miese Sau. Ich lache immer in deinen Streams, manchmal auch wegen deinen Witzen. So, und deshalb werden meine Witze hier nicht kritisiert, Dashke, du Arschloch. Weil der Yannick lacht dann immer. Und solange mindestens eine Person lacht, ist alles gut. So. Havel outrunnen?
Wollte er mich gerade backstabben? Er ist irgendwie so perfekt hinter mir stehen geblieben. Als wollte er mich backstabben. Mit seiner dicken Keule. Aber von Havel lässt man sich gerne backstabben, ne? Der ist ja immer noch hier! Kann er jetzt bitte gehen? Hier ist ein Glitzerflitzer, ne? Den bekomme ich aber nicht. Weil ich kann ihn nicht töten. Ansonsten gab es hier, glaube ich, kein Item. Junge, dieser Typ! Oh mein Gott! Doggy? Ah, ich bin gefangen! Havel kommt! Ah! Spiel abgestürzt. War zu viel. Okay, ich kann ihn mit dem Schild anstupsen und dann schiebt er das Fass runter. Dann kann ich runterlaufen. Mal gucken, wo ich gleich spawne. Wir können auch schon hier hören, theoretisch, wer es sein könnte, oder? Dark Souls-Bosse anhand von ihren Fußschritten erkennen. Er bewegt sich nicht mehr. Der bewegt sich nicht mehr! Doch jetzt. Was dein Guess? Er macht auch irgendwie so ein paar so Geräusche. Er macht diese Geräusche. Es ist irgendjemand Schnelles. Irgendjemand Schnelles, der macht. Ein Gargoyle, aber ein Gargoyle stöhnt doch nicht, oder? Stöhnt ein Gargoyle so? Chat, jemand ist gestorben. Ein Centipede vielleicht? Moin. Ciao. Chat, er hat sich einfach selbst gekillt. Er ist an dir gelebt noch. Hoppa! Shortcut. Ich dachte, der aktiviert jetzt das Ding und rennt vor und rennt dann selber rein. Der Silberritter ist hier einfach ein Wurm geworden. Nice! Wir haben eine andere Rüstung. Ich wiege nicht mehr so viel. Aber das Schild ist immer noch voll schwer, ne? Ah, Wurm! Chat, Frage. Würdet ihr meine Streams schauen, wenn ich ein Wurm wäre? Würdet ihr immer noch meine Streams schauen? Ja? Klar. Safe, baby. Dann wären die unterhaltsam, du miese Sau, halt die Fresse. Wisst ihr, Yasu ist auch so in der Chat. Wir streiten uns ständig. Wir streiten uns ständig, weil sie den alten Keggy zurückhaben will. Die sagt mir immer, früher warst du lustiger. Sag
Sagt immer, ich habe mich in dich verliebt wegen den Memes. Die bis heute, ne? Wir sind bis heute, jedes Mal, wenn sie am Wochenende kommt, sagt sie immer, Googly! Anstatt mich zu begrüßen wie ein normaler Mensch. Sau! So. Jetzt habe ich wieder Hebel am Arsch, ne? Ja, sie trinkt immer hier Apfeltee und sagt immer, dass ich auch trinken soll, weil sie denkt, dass wenn ich den Apfeltee trinke, dass ich dann so werde wie früher. Aber ich wehre mich dagegen. Ich will halt den Apfeltee nicht trinken. Aber sie denkt, ich aktiviere dann den Modus oder so. Lass die Brudermagie zu. Ja, vielleicht sollte ich mich auch nicht dagegen wehren. Vielleicht sollte ich einfach loslassen. Und endlich ich wieder sein. Aufhören, mich zu verstellen und so zu benehmen, als wäre ich ein seriöser Streamer, der keinen Spaß versteht. Sondern, dass ich endlich hier gab's kein Item? Hi. Moin. Muss kurz hier rein. Fluchbissring. Ich habe keine Estus mehr, Lelski. Überlebe ich das? Überlebe ich die Leiter? Er hat mir einfach einen Headshot gegeben. Er ist in meinen Kopf reingesprungen. Hä? Jedes Wochenende wird ein Keggy-Kopf in der Wohnung versteckt, den Yasuo suchen darf. Ich habe die letzten drei Tode nicht gezählt. Lass mich überlegen. Müssen wir langsam eine Nebelwand benutzen? Ich kann halt nochmal in die City reinlaufen. Mit der Hoffnung, dass ich dann nicht so gegankt werde. Wenigstens bis zum Bonfire. Aber das Ding ist, ich kann halt den Bonfire nicht aktivieren. Wenn ich halt überall nur durchrenne, dann werde ich halt Bonfire nicht aktivieren können. Du bist gerade seriös, ja? Ich mache hier gerade keine Memes. Geile Rutsche! Free Damage, nehme ich mit. Was ist das eigentlich für eine scheiß Hose? Ach, das ist die Normie-Hose. Bester Splatoon-Song? Nenn den zweiten. Ist Splatoon eigentlich auch so ein Furry-Ding, Chat? Also ich meine, natürlich, Squids sind keine Furries, ne? Aber ich habe immer das Gefühl, dass Furries
Furries auch sehr gerne Splatoon mögen. Sehr gerne haben. Tier ist Tier, die nehmen alles. Kuss, Toni. Oh, Havel! Es ist Hammerzeit. Ja, lass mal kurz noch versuchen, hochzulaufen. Zu den Gargoyles. Ansonsten kann ich wieder zurücklaufen. Ich hab den Chat geguckt. Ihr seid schuld. Ihr seid schuld. Ist sehr gay und trans-heavy. Kenne ich actually keine Furry, oder Splatoon, der Splatoon spielt. Wie viele Furries kennst du außer dir und deinem Freund? Bin wieder da, was gay. Splatoon ist wohl gay. Mindestens 10 oder 20. Und mit wie viel von denen hattest du schon eine Orgie? Oh Mann. Oh mein Gott, lass mich doch durch! Nämlich, ich kann nicht mal 10, 20 Leute aufzählen. Er kennt einfach 10, 20 Furries. Splatoon? Bei Splatoon sind das alles Kinder? Ist das so? Kennt man das Alter von den kleinen Oktopoden? Aber ich kann dir ganz einfach das beantworten, Deschke. Es ist Nintendo. Alles bei Nintendo wird sexualisiert. Egal welches Alter. Egal, ob das ein Mensch ist, ob das ein Tier ist. Egal, ob das ein kleines Kind ist, ob das ein erwachsenes Wesen ist. Egal, ob Frau, ob Mann, ob geschlechtslos. Es ist Nintendo. Ach stimmt, man nennt die ja Squid Kids, ne? Stimmt, ne? Boah, lass mich doch endlich hier durch. Jetzt kommt noch der Vogel! Oh, der Stöder. Ich komme nicht mehr zurück. Ah, ich hätte das Bonfire nicht nehmen sollen. Ich habe noch gesagt, ja, ich komme ja easy zurückgelaufen eigentlich. Ich brauche das Bonfire gar nicht. Kann es ruhig mitnehmen. Da sind ja nicht so viele Gegner. Ja, man braucht auch keine vielen Gegner zu haben. Es reicht dieser eine scheiß Magus. Es gibt ein Alter, die Spielerchars sind 14. Und die NPCs nicht, oder was? Gibt's bei Splatoon Charaktere mit Bärten? Gibt's so Splatoon-Bärte? Oh, er schubst mich runter! Ja, gibt es. Sind da so zwei Tentakel so als Schnauzer? Ich lese, ein NPC ist 18 und ein anderer ist 21. Okay.
Ich habe meine Seelen wieder eingesammelt. Alles gut, Chat. Baum. Schnell weg. Skelett. Ich hab's geschafft. Ja, schnell leveln gehen, ne? Captain Cuttlefish hat mehr Bart als du je haben. Okay. Hab ich jetzt irgendwie dich beleidigt, indem ich gefragt habe, ob bei Splatoon die Bärte haben? Er geht direkt auf Angriff. Sorry, ich wusste nicht, dass Splatoon so eine harte Passion ist für dich. Aber da haben wir es. Du hast gesagt, du kennst keinen Furry, der Splatoon spielt. Hab dich erwischt. Exposed. Ich beleidige Draghi nicht. Ja, ich könnte auch mit Splatoon nichts anfangen. Aber ich bin ja auch nicht gay. Ich habe mal ein paar Runden gespielt und das war's auch. So, wir können hier noch. Ich weiß nicht, ob ich hier mich in das Loch reintraue. Ich versuche mal auf schnell. Auf schnell durchzuspringen, vielleicht klappt's. Okay, die Gegner sind hier nicht schlimm. Irgendwie sind die ganz nett gerandomized, sodass man trotzdem ganz gut da durchkommen kann. Scheiße, hab den falschen Weg genommen. Ja, die Ratte kommt hier hoch. Die Ratte hat mich vergiftet. Junge, was ist das hier für ein Balanceakt? Ich werde es bereuen, wenn ich das Item wiederhole, oder? Oh Mann. Oh Mann. Ja, jetzt kann ich da definitiv nicht mehr rein, wenn ich jetzt hier hingehe. Die werden jetzt den ganzen Gang. Ja, okay. Boah, kann ich bitte eine Waffe bekommen? Da sind jetzt drei Items in diesem Raum. Ich habe kein einziges mitnehmen können. Ich wurde komplett auseinandergenommen. Nee, ich bin auch nicht bi. Ich bin doch ultra-hetero. Ultra-straight. Ich bin maskuliner, männlicher Mann. Am Ende des Tages ist niemand von uns 100% hetero. Wir bewegen uns alle auf einem Spektrum. Jeder ist irgendwo ein bisschen bi. Ich komm nirgendwo mehr ans Items ran. Überall sterbe ich. Nee, nicht jeder. Jetzt kommt goldener Carpador. Ultra hetero. Manche sind full force gay, okay. Ich dachte schon, ich habe hier jemanden gefunden, der auch
ultra hetero ist wie ich. Almin, ich hab mal einen Typen geküsst. Zweimal. Okay, dreimal. Bitte. Danke. Nee, ich küsse meinen Vater nicht auf den Mund. Ich küsse meinen Vater generell nicht. Oh mein Gott, als ob ich das durch die Rolle nicht kaputt mache. Nice! Noch mehr Gewicht. Oh! Ich wollte heilen. Drei ist Grenze. Hast du danach No Homo gehabt? Immer. Immer, direkt No Homo. No Homo. Dann nicht gay, okay. Und betrunken war ich. Betrunken und No Homo gesagt. Ja, als ich noch Freunde hatte und Kontakt zu echten Menschen hatte, da war dieser Spruch No Homo noch nicht so ein Ding. Junge, das klingt, als wäre ich fucking 50. Oh. Nein, bin ich nicht. Ich halte dein Maul, du bist genauso alt wie ich. Wow! Wichtiges Item! Ist ein Key-Item. Davon brauchen wir 4 Stück. Nee, war das Gewinn? Nein. Scheiße, war das Gewinn? Nee, ist Thief. Hey, Schluggi, was geht ab? Wie läuft's mit der Drohne? Nein, ich bin nicht näher an der 50 als an der 20. Als die Mauer fiel, habe ich weder gelebt, noch war ich in Deutschland. Miese Sau. Da war ich noch nicht mal geplant. Drohne gammelt in der Ecke, stark. Das wäre am Bestes gegeben. Bitte. Bitte. Jetzt lässt er mich nicht mehr durch. Oh mein Gott. Lass mich doch bitte irgendwas looten in diesem Spiel. Nee, der Kick kann ich nicht mit Bogen machen. Vielleicht, wenn ich einhändig nehme, vielleicht? Nein. Nein. Wenn ich einhändig versuche, dann nimmt er den Bogen zweihändig. Ich kann halt mit Schild. So. Damit könnte ich ein bisschen beiseite schieben. Bin voll neidisch, dass du damals mitbekommen hast, wie Hasselhoff die Mauer hat fallen lassen. Bin voll neidisch, dass du so dumm bist. So. Ja, okay, Machete, Machete. Ja, okay, Machete, Machete.
muss alles hart gehen, wenn man dumm wie Scheiße ist. Halt wirklich. Junge, ich würde durchgehend, wenn ich dumm wäre, ich würde durchgehend jeden Tag 24/7 den Affensong von Yamba hören. Eigentlich. Ja, egal. Hey, das mach ich. Ich wehre mich. Ich wehre mich seit Jahren gegen diesen Song, weil ich mir nicht eingestehen will, dass ich dumm bin. Ich bin noch in der Phase, wo ich es mir einrede. Jetzt auf einmal ist er hier! Verzieh dich! Ey, wieso ging der Tisch nicht kaputt? Arschloch-Game. Ja, ich... Mann. Ich glaube, da oben ist kein Item, ne, Chat? Vor der Nebelwand ist kein Item, oder? Ich glaube nicht. I don't think so. Ja, lass uns mal hier diesen wundervollen Weg abchecken. Stark. Moin. Okay. Oh, okay, ja. Okay. Ja, wird schwer, die Stelle mit Bogen zu spielen, Chat. Nee, ich suche gerade keine Nebelwände. Also ich habe sehr viele Nebelwände gerade offen, die ich gehen kann. Ich grase gerade alles nach Items ab. Um vielleicht irgendwie noch eine Waffe zu bekommen oder so. Mit der ich halt nicht mehr durchrennen muss wie so ein Trottel, sondern vielleicht ein bisschen was killen kann. Vielleicht ein bisschen Gameplay habe. Nee, ich habe das so eingestellt, dass normale Gegner keine Bosse sein können. Gegner sind Gegner, Bosse sind Bosse. Ja, es ist ganz funny, wenn normale Gegner auch Bosse sind und so, aber für einen realistischen Run ist das schon eher nicht so geil. Weil ich muss schon auch so sehr viel durchrennen und wenn halt überall jetzt noch Bosse stehen, dann bin ich halt nur noch am Rennen. Dann werde ich nicht mal kämpfen, wenn ich eine normale Waffe habe, ne? Weil ich werde nicht irgendwie gegen drei Gewinns gleichzeitig kämpfen hier. Bosse haben auch riesige Aggro-Range. Ja, 4 Kings, ganz schlimm. Als ob der an meinem Schild vorbeischlägt und mich trifft. Hä? Lass Drake Valley gehen. Lass Drake Valley gehen.
Nee, gebrochen noch nicht, aber genervt. Nicht genervt, weil ich sterbe, sondern genervt, weil ich jeden Weg, den ich gehe, nicht alles weglooten kann. Und das ist dann halt anstrengend, sich dann alles zu merken. Oh, hier habe ich noch ein Item liegen gelassen. Da habe ich noch ein Item liegen gelassen. Das ist halt das Nervige. Die Seelen von André habe ich schon gekauft. Nee, da muss schon vieles passieren, dass ich gebrochen werde. Das dauert noch. Das dauert noch. Auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, ich habe immer noch sehr viel Spaß. Wäre funny, wenn ich jetzt gestorben wäre. Schon 23 Uhr, Alter. So, lass mal Drake Valley gehen. Lass mal da abchecken. Da gibt es ja auch noch ein paar Items. Und ich kann dann theoretisch auch nach Schandstadt laufen? Ja, ich weiß. Ja, Mama, ich gehe früh ins Bett. Ich hatte gerade irgendwie einen komischen Glitch mit meinem Fuß gehabt. Ich weiß nicht, Chat, ob ich morgen pünktlich da bin. Ich habe da unten halt noch einen Shop, ne? Aber ich kann auch nicht hin, wenn hier alles voller Gegner ist, die ich nicht töten kann. Streitkolben! Ich weiß nicht, ob ich morgen pünktlich zum Horrorstream da bin, Chat. Kommt auf Verkehr an. Wir haben 16:30 einen Termin. Ich weiß nicht, wie lange wir beim Termin bleiben. Und dann müssen wir noch zurückfahren. Ich weiß nicht, ob ich um 18 Uhr schon zu Hause bin. Vor allem Verkehr. Noch ein Wolf? Kellerschlüssel. Moin. Wieso kann es zwei Sifs geben? Kellerschlüssel ist, ich glaube, Richtung Capra Demon den Weg zu öffnen, oder? Ach stimmt, vielleicht weil es mehrere Hydras gibt. Aber das wäre ja hier keine Hydra, das wäre ja eigentlich ein Zombie-Drache, naja. Maybe kannst du den Ziffer free töten. Nee, sobald ich ihn schlage, wird aktiviert. Und dann schlägt er mich. Windelweich! Grün und blau! Das hatten wir beim letzten Rando gehabt. Der kann auch safe runterfallen. Ja, ich hab's aufgegeben. Versuchen, Gegner zum Runterfallen zu bringen. Der kann runterfallen. Hey! 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 Ich kann runterfallen! Ich
Junge, die Kante hat aber auch gerade irgendwie mit seinem Pilzsaft oder so eingecremt. Die war richtig glitschig. Drip. Ich mag das Oberteil. Bisschen geil, die Beschreibung. Wartet. Ich kann doch ihn jetzt töten hier, ne? Ich habe eine Keule. Er hat aber ein dickes Schwert. Urschrei. Kann dieser Song eigentlich mal seine Schnauze halten? Machen wir heute noch die 100 voll, Chat? 100 Tode? In welchem Drogeriemarkt kann ich Pilzsaft erwerben? Den musst du selbst produzieren. Okay, Chat. Anime-Move. Als ob ich genau hinter ihm lande. Aus welchem Anime war das? Das war Kaiju Number 8. Nee, ich spiele das Spiel nicht gerade blind. Ich habe gerade versucht, einen coolen Trick zu machen, okay? Ich habe gerade versucht, einen coolen Moment für uns zu kreieren. Sorry, dass ich mir Mühe gebe, dich zu entertainen. Da, siehst du? Kathi appreciated das. Und raided. Kathi weiß, dass ich mich ihr Mühe gebe, okay? Dankeschön, Kathi. Und was geht ab, Raiders? Ich mache eine fürchterliche Challenge. Alles ist gerandomized. Gegner, Bosse, Items, Nebelwände. Und ich muss alles... Ah, Wolf! Ist runtergefallen. Und ich muss alles ausrüsten, was ich finde und benutzen. Wieder gibt keine Seelen! Betrug! Was für Hashtag Keggy Army, hört auf! Das ist doch nicht, wenn ein Raid kommt, das ist unangenehm. Ich hasse euch. Das ist richtig peinlich, ja. Boah, imagine, ich würde jemanden raiden und alle so Hashtag Keggy Army. Boah, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Junge. Nee, das ist kein No Death Run. Hier in der Ecke der Camp siehst du, wie viel Tod ich gerade habe. By the way, ich muss zwei zählen. Hier nicht runterfallen kann. Was sagt Illusory Wall dazu? Oh, der ist runtergefallen.
Saga. Ja. Gegeben habe ich sie ihm. Krone der Finsternis und Grand. Eine sehr geile Waffe, Chat. Aber die kann ich nicht benutzen. Ich kann mal gucken, wie viel Stärke mir fehlt. Vielleicht kann ich sie benutzen. Wenn ich ein paar Level mache.50! Oh, dafür braucht man Glaube. Ja, RIP. Wir sind quasi wieder beim Bogen-Chat. Ich hab nicht eine Stunde über Pilze geredet. Ach, meinst du Illusion in die Wall? Schutzring der Gunst. Fabring. Hol den Schwanz raus, Chat. Es wird gefäbt. So. Lass mich überlegen. Ich habe eine coole Krone auf jeden Fall. Ja, Hashtag Keggy Army ist peinlicher. Ja. Ist es. Definitiv. Wie steht ihr eigentlich zu Schandstadt, Chat? Der Hut ist spitze. Ich verstehe, was du sagen willst. Weil er spitz ist, ne? Aber spitz ist ja fast wie Spitze. Und Spitze steht ja eigentlich für was Gutes. Deshalb, der sieht halt cooler aus, aber er ist auch gleichzeitig spitz. Und deshalb findest du ihn spitze. Cooles Wortspiel hast du da gemacht. Schmandstadt. Ja. Eine ganze Stadt voller Schmand. Das ist so wie bei Mario Odyssey, dieses Schleckerland, wo alles so voller pinker Grütze ist. Ist das alles Schmand. Was für ins Bett? Wir haben 23 Uhr. Der Tag hat begonnen. So, wie tief komme ich in Schandstadt runter? Das Ding ist, ich darf auf jeden Fall unten nicht das Bonfire benutzen in Schandstadt. Ich werde niemals in meinem Leben jemals wieder hochkommen können. Können wir kurz nochmal Friedhof testen, Chat? Ja, vielleicht muss ich jetzt eine Nebelwand benutzen. Junge, einfach. Moviepark. 4D-Kino. Mach das, Chat. Zack. Hab ihn gleich. Scheiße. Okay, da komme ich nicht durch zu dem Item, wenn ich ihn nicht töten kann.
Hast du eigentlich Zähneputzen abends so sehr wie ich? Pure Qual, ich hasse immer Zähneputzen, deshalb putze ich die einfach nie. Immer nur putzen, wenn Zähne wehtun, ja. Oder wenn man zu viel Cola getrunken hat, dass man so einen komischen Film auf den Zähnen bekommt, den man nicht bekommt, wenn man Holy trinkt. Als ob ich jetzt nicht durchgelassen werde. Ja, Holy ersetzt Zähne putzen. Cola? Wäre schon banger, wenn Zähne halt nicht kaputt gehen würden vom Benutzen. Ja, Mann, ich hasse das Leben, Mann. Junge, alles macht dich irgendwie kaputt. Darfst nicht zu viel sitzen, gehst davon kaputt. Darfst nicht zu viel Süßes essen, gehst davon kaputt. Darfst nicht zu viel Fettiges essen, gehst kaputt. Darfst das nicht essen, geht die Welt kaputt. Junge, nichts darfst du machen. Alles irgendwie, ne? Egal was du machst, alles ist irgendwie schädlich. Du wäschst deine Haare. Ja, aber das Shampoo, was du benutzt, das ist nicht gut für deine Haare. Ja, aber du musst deine Haare direkt trocknen, sonst ist das nicht gut für die Kopfhaut. Ja, aber wenn du sie trocknest mit dem Föhn, dann ist das nicht gut für die Haare. Junge. So, wir sind, wir als Menschen sind die... Die herrschende Rasse auf diesem Planeten und sind solche Opfer, ne? Jetzt wieder hoch. Vielleicht habe ich ein bisschen da was kaputt gemacht draußen, dass ich wieder vernünftig laufen kann. Halt wirklich, wenn wir den Zähne wenigstens nachwachsen würden oder so. Aber auch kein Bock. Ne, die Totenköpfe sind irgendwie nicht gerandomized. Scheiße! Wie viel Damage! Okay, ich krieg hier kein Item raus, ohne dabei mich zu übergeben. Wir gehen woanders hin. Einfach nie Shampoo benutzen, wenn die Haare sich dran gewöhnt haben, beste Leben. Ja, Digga, ich kann doch nicht die nächsten 6 Jahre hier im Stream sitzen mit fettigen Haaren und so aussehen, als hätte ich mir gerade Butter in die Haare geschmiert. Zähne gehen kaputt und sind teuer, während sie das tun. Ja, Mann. Gib's den scheiß Zähnen, sag es. Ja, probieren wir eine Nebelwand aus. Alle Wege, wo ich noch Items finden kann, sind halt so überladen mit Gegnern. Dass wir jetzt mal eine Nebelwand testen sollten. Bis dahin ist er auch irgendwie 60 und dann wachsen keine Haare mehr auf dem Kopf. Ja, halt wirklich, Mann. Oh, hier ist New Londo, Chat. Da müssen wir das Wasser ablassen. Ei, 6 Damage. Was soll das eigentlich, dass wir eine Glatze kriegen? Niemand hat es so schwer, ja.
Weißt du, auf dem Kopf. Auf den Kopf wollen wir keine Haare verlieren. Im Gesicht rasieren wir uns immer die Haare ab und sind genervt davon, dass sie da wachsen die ganze Zeit. Was sind wir eigentlich für komische Wesen? Welche Nebelwand teste ich? Was, wenn wir einmal kurz ins Nest reinsetzen? Wo kommen wir da raus? Ich bin dumm, ne? Hier lang. Was ist eigentlich mit einer Evolution passiert, dass wir grundsätzlich nur auf dem Kopf die langen Haare behalten haben? I guess Wärme. Weil untenrum haben wir ja gelernt, coole Klamotten zu craften. Ja, aber eigentlich für Kopf haben wir ja auch gelernt, coole Klamotten zu craften, ne? Vielleicht in ein paar tausend Jahren sind wir alle so nackte Mulche. Gar keine Augenbrauen, keine Wimpern, keine Kopfhaare. Okay, wir sind in Sewers. Cybers. Welcome to the Cybers. Nee, Schleim kommt ein bisschen später. Erst nackt. Du kannst auch springen, nee. Waffen, die man nicht tragen kann, kann man nicht. Sprungwaffen benutzen, Sprungangriff benutzen. Ich muss ihn so töten. Dauert ein bisschen, aber irgendwann stirbt er. Moment, ich habe ein neues Schild, ne? Das ist ein Stechschild. Chat, wir machen wieder Elden Ring. Schild only run. Ich habe ein cooles Schild. Bam, so. Quasi Faustwaffe. Junge, wer ist da hinter mir jetzt? Oben. Diese Ratte. Ja, voll gut platziert, ne? Eigentlich. Es wär's Vanilla Placing. Du kommst aus dieser Höhle raus und direkt steht über dir, hinter dir einer mit Bomben. Einfach Vanilla Placement. Auge des Todes, Auge des Todes, Auge des Todes, Auge des Todes. Auge des Todes. Ratte? Keine Ratte. Todesauge. Auge des Todes. Todesauge. Auge des Todes. Ja, okay, Chillung. Ja, ich glaube, ich gehe hier erstmal lang. Ich will eigentlich hier kein Bonfire benutzen. Ich werde niemals hier rauskommen, wenn ich Bonfire benutze, Chat. Ich bin für immer dann hier eingesperrt. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt zu sterben und den ganzen Weg wieder hierhin zu laufen. Eine Bredouille, in der ich mich befinde.
Personalkammerschlüssel. Da gab's kein Item. Ew. Hab ich den Schlüssel? Der geht nur von der anderen Seite auf. Aber wir können uns doch zum Asylum zurückporten. Ja. Aber dann muss ich den ganzen Weg wieder zum Feuerbahnschrein suchen. Weißt du, wie ich da hinkomme? Junge, was ist dieser Spam? Ist doch noch ein Item. Okay, okay. Kappa-Pupa. Draghi weiß es, Draghi hat sich's gemerkt. Nee, Feuerbahnschrein komme ich durch den Wald. Wie bin ich in den... Oh, der schon wieder. Wie bin ich in den Wald gekommen? In den Wald bin ich gekommen durch Manus. Ich glaube, ich treffe den Wurm nicht mit dem Schild, oder? Okay! Okay, was ist dieser Wurm? Ich treffe den Wurm nicht. Ich muss ihn angreifen, wenn er springt. Oh, es geht doch, wenn ich sehr nah rangehe. Okay. Ja, was mache ich jetzt mit dem Tentakelbruder hier? Das wird auch mit Schild ein bisschen dauern. Oh, er geht weg. Er kommt wieder. Er rotzt. Er ist wie so ein Ottifant. Ottifant, Junge. Ah, scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo gerade Ottifant herkommt. Ich musste bei diesen Rüsseln gerade an Ottifanten denken. Junge, ich habe Ottifanten so gehasst, ne? Ich fand das so irgendwie ekelhaft. Und abstoßend als Kind. Die waren super. Nee, ich konnte mir das gar nicht geben. Wafer in Gefahr. Ich hasse diesen Rando so sehr. Ja, ich liebe Otto. Und ich habe früher auch alles von Otto geschaut und gefühlt und gefeiert und gelacht. Aber diese Ottifanten, das ging gar nicht. Das war komplett Trash. Als ob das Shit schon am Arsch ist. Ja, das liegt halt an der Säure, die spucken. Die Tentakel-Typen. Thaddeus Tentakel. So rotze mich nicht mehr an, du Schuft. Vielleicht Waldnebelwand mal testen? Und, was sagt der Spiel, stürzt ab, Chat, oder nicht? Schaffe ich die Brücke ohne Absturz? Alter. Die magische Brücke. So, lass einmal Wald gehen. Erstmal reparieren lassen und dann Waldi.
Ich könnte theoretisch auch mein Schild upgraden. Dann mache ich auch mehr Damage. Jo, wie teuer. Peitsche upgraden. Negativ. Der droppt ja auch was, wenn ich den töte, ne? Wie viel Damage mache ich? 15. Oh! Ah! Oh! Oh! Ich bin an diesem Kampf nicht interessiert. Ich werde weitergehen. Weil du verlierst? Nein. Ich finde, es ist nicht entertaining genug für euch, wenn ich da jetzt dumm auf einen Gegner mit einem Schild einschlage. Und der Typ sollte sich mal mit jemandem in seiner Größe anlegen. Scheiß Arschloch. Wow! Natürlich hätte ich ihn schaffen können. Ich habe 15 Damage gemacht. Robber! Chad hat ja auch immer Treppen als Kind runtergesprungen und nie gelaufen. Das war geil, oder? Ich habe mich immer gefühlt wie so ein Superheld, der so eine Superheld-Landung macht. Du bist Treppen auf dem Po runtergerutscht? Tut das nicht weh? Oder habt ihr in Frankreich abgerundete Treppen? Ah! Oder meinst du das Geländer? Junge, Geländer auch immer runtergerutscht. Treppen rübergejumpt und Geländer immer runtergerutscht. Ich weiß noch, wo wir im Asylantenheim gewohnt haben. Da war die Treppe in so Portionen, in Abschnitten, die richtig, also für mich als Kind richtig weit gingen, aber perfekt waren, dass ich mit richtig viel Anlauf sie schaffen konnte. Und dann waren sie so in mehreren Abschnitten hintereinander. Und dann habe ich immer und dann immer rüber. Low Gang? Chat, das ist ja. Wo ist denn Thief hin? Das ist nach Thiefs Tod. Aber Thief lebt halt noch. Wanderflutsch? Hier ist denn der Kampf gegen Logan? Ich glaube, ich war noch nie hier oben. War ich jemals hier oben? Naja, das ist die Timeline, wo er nicht mehr existiert. In diesem Branch. Gibt es ihn nicht. Hast du den Splitter? Welchen Splitter? Da hinten ist ein Item. Wer ist Thief? Ein schuppenloser Drache. Sehr groß, sehr gefährlich.
Und normalerweise sitzt er hier. Das ist seine Base. Oh, Graswappenschild. Neues Schild, mit dem ich nicht mehr kämpfen kann, Chat. Ich kann den Splitter nicht kaputt machen. Habe ich doch gerade gemacht. Das ist hier einfach nur ein Portal. Ist wahrscheinlich wegen Randomizer hier ein Portal. No, no. Boah, ich werde mir hier nichts merken, was ich hier gemacht habe. Das ist schlecht. Nee, ich kann mich ja wegporten. Ich kann mich ja immer zum allerersten Bonfire immer porten. Normalerweise wäre man hier jetzt gefangen. In dieser Welt. Erst, wenn man den Boss dieser Welt besiegt. Dann könnte man hier entkommen. Aber, da es ein Randomizer ist, kann ich mich einfach hier rausporten. Route merken. Ich werde alles vergessen. Ich werde alles bis zum nächsten Stream vergessen. Aber das ist an sich auch nicht so schlimm, weil ich die meisten Wege eh nicht komplett gegangen bin, wegen weil halt immer irgendwelche scheiß Gegner im Weg waren oder so. Deshalb muss ich eh wieder alles durchlaufen, sobald ich etwas habe, mit dem ich kämpfen kann. Da, 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 da. Oh, okay, Jungs. Ich hab's irgendwie geschafft. Nice. Waffenschmiedekiste. Let's go. Ist noch ein Item. Baldur's Gate. Der lief aber auch, dieser Song, dieser Baldur's Gate Song lief aber auch alle 2 Meter in Baldur's Gate 3, oder? Ich meine, es ist ein Banger, aber er lief halt überall. Es war irgendwie so ein, es gab zu diesem Song so 200 Arrangements. Oh, nice. Jetzt sind wir mal Ornstein Chat. Und in jedem Gebiet lief dieser Song. Immer irgendwie ein bisschen anders abgeändert. Liebe sowas in Videospielen, wenn sie halt irgendwie so einen geilen Song haben und den halt immer wieder verwenden in verschiedenen Versionen. Aber in Baldur's Gate war das halt schon sehr, sehr viel. Gefühlt gab es da keinen anderen Song. Oh mein Gott, bitte. Groß-Axt ist so groß, Groß-Axt. Ist so groß! Leute, ich mach Damage. Damage, ich mach Leute. Die Axt upgraden und Mausi machen. Oh! Nice, Chat, die nächste Waffe, die ich benutzen kann. Drachenzahn ist übelst stark. Boah, damit kann ich jetzt komplette Bosse vernichten. Ich habe zwar eine beschissene Rolle, aber ich glaube, Chat, ich mache die Waffe, level die kurz auf. Und dann gehen wir Mausi löschen.
Auch wenn mich Mausi angreifen kann, juckt mich nicht. Ich mach so viel Damage. Die 71 Damage kam gerade, weil ich sie aus Versehen einhändig gehalten habe. Die hat gerade irgendwie 300 Damage gemacht. 483. Jumping. Vor allem mit Graswappenschild, als hätte ich hier gerade ein Bild. Nur die Rolle ist nicht so bildig. Ja, oh, der Damage ist insane. Jauchiku. So, nur jetzt hoffen und beten, dass ich jetzt keine Waffe bekomme. Kleine Scherbe! Und dann haben wir vielleicht sogar heute ein kleines Happy End. Oh. Oh. So, wie laufe ich? Oh, das ist jetzt echt ein sehr weiter Weg, Chat. Ich muss zu Manus. Vielleicht ohne Upgrades machen, Chat? Ich brauche dafür, glaube ich, Dämonentitanit, ne? Ich glaube, ich spare mir die Dämonentitanit. Oder Funkeltitanit. Eins von beiden brauche ich. Ich glaube, ich spare mir das. Ich glaube, wir sollten Mausi damit auch ganz gut löschen können. Ich muss dafür... zur Nebelwand von Artorias. Stimmt, ich habe diese Schmiedekiste, ne? Hier Waffe verstärken. Drachenzähne brauche ich. Drachensteine brauche ich. 10.000 kostet das. Okay, das ist eh zu teuer, um das abzugraden. Bubu! Chat. Ich hab. Ich hab doch Damage. Ich muss nicht mehr weglaufen. Weder von mir selbst noch von den Gegnern. So. Ich töte sie einfach. Chat, wo ist der Fahrstuhl? Ich habe ihn gefunden. Wie komme ich hier weiter runter? Hier. Nein, nein, wieso springe ich? Wieso springe ich?
Okay, mir geht's gut. Ich muss aber jetzt dann mit dieser dummen Rolle gegen Mausi kämpfen, ne? Die Rolle könnte halt immer noch der Overkill sein. Auch wenn ich jetzt... Vielleicht mache ich aber so viel Damage, dass ich das einfach ignorieren kann. Ja, Mausi hat nicht so viel Poise. Die ist recht schnell getriggert, gestaggert. Getriggert bestimmt aber auch. Weil ich sage, dass Mausi einen kleinen Schwanz hat. Und Mausi hat Komplexe. Nee, Mausis Schwanz ist eigentlich echt riesig, ne? Welchen Shop habe ich nochmal vergessen zu schauen? Wir hatten irgendeinen Shop gehabt, Chat, wo ich gesagt habe, ich schaue später rein, weil ich vergessen hatte. Draghi, du meintest den Shop. Stimmt, bei Quelana, den Zwerg. Ciao, Schluggi, ich wünsche dir eine richtig geile Nacht. Er wird Albträume haben, oder? Wir haben gleich schon 0 Uhr. Ich hoffe, ich krieg Mausi direkt gleich hin. Fürs Happy End. Ja, nicht rutschen. Eigentlich auch die Rüstung und so. Er sieht halt actually aus, wirklich wie als wäre das ein gewollter Bild. Mit der Rüstung, dem Graswappenschild. Ich bräuchte halt nur ein bisschen mehr Ausdauer. Ja, ich gebe mal kurz mein Geld aus. Hier so ein paar Steinchen kaufen, ne? Zack, zack. Wie teuer sind bei ihm die Grünen? Bei ihm kosten die Grünen nur 50. Jo, okay. Salonga Bowser! Jo, gute Nacht, Madness. Ah ja, die Laufwege sind manchmal echt sehr weit, ey. Ich freue mich so sehr, wenn wir endlich Anolondo gefunden haben und die Lord Vessel, dass ich mich rumporten kann. Das wird dann alles so viel angenehmer machen. Aber bis dahin muss ich laufen. Lord Vessel ist unrandomized, ja. Also ich hätte einstellen können, dass entweder ist die Lord Vessel von Anfang an da. Man hat die von Anfang an. Oder dass die komplett gerandomized ist. Oder dass sie bei Gwinnewehr ist. Also ganz normal. Und ich dachte mir, komplett gerandomized wäre vielleicht zu crazy. Dass wir dann am Ende des Tages einen Run haben, wo wir bis zum Ende nicht die Lord Vessel finden. Direkt von Anfang an wäre irgendwie auch zu doof, weil dann muss ich sie mir nicht erarbeiten, ne? Dann kriege ich sie einfach geschenkt. Das wäre irgendwie auch lame. Also dachte ich mir, ich belasse sie einfach da, wo sie normalerweise auch ist. Ich meine, theoretisch könnte ich immer noch darauf könnte es immer noch darauf hinauslaufen, dass ich den ganzen Run keine Lord Vessel haben werde, weil wir die Nebelwand nicht finden werden, die zu Gwinnewehr führt. Kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, da sind die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir bei Gwinnewehr landen, als dass wir die Lord Vessel als random Item irgendwo in einem Drecksloch finden. So, Mausi. Let's go. Ja.
Drachenzahn ist so geil, Alter. So eine geile Scheiße. Draghi, wieso wird er nicht gestaggert? Draghi! Draghi, wieso wird er nicht gestaggert? Ich habe ihm so fett die Birne eingehauen. Warum bist du so gemein? Ja, weil Draghi das vorhin meinte. Hättest du das gesagt, hätte ich das gerade Ricky. Wie ist klar, dass du mir die Schuld gibst? Du hast gesagt. Scroll hoch! Soll ich jetzt mit meiner Mama reden oder was? Da, jetzt kam ein Stagger. War ein Dark Souls 1 Race gegen deine Mom. Boah, lass einen Stream machen, wo ich meine Mama hier in den Stream hole und die spielt zum ersten Mal Dark Souls. Und ich guide sie so ein bisschen durch. Wird das feiern? Ich auch, aber das macht meine Mama niemals mehr. Ja, jetzt kann er auch mal drüber schießen. Gerade hat er gegen die Treppe geschossen, jetzt schießt er doch drüber. Ja, die Rolle, ne? Die scheiß beschissene Rolle, die ich habe, ne? Will dir nicht alles hassen, weil Dämonen böse und so? Oh, pass auf. Einfach Dark Souls komplett modden, damit hier nichts nach Dämonen aussieht. Ich mache... Modde Dark Souls so weit, dass alle Gegner und so alles ausgetauscht sind, dass das Spiel nicht aussieht, als wäre es voll mit Dämonen und Tod und Hölle. Happy Souls. Happy, happy, happy. Läuft gut, halt die Klappe, Togepi. Mach dich nicht lustig, das läuft wirklich gut. Togepi, es läuft gut! Togepi kennt meine Schwachstelle. Es tut mir leid. Ich meinte das aus Joke. Jappa, 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 jappa. Ich lebe. Ich lebe. Wie er noch getwerkt hat, die miese Sau. Ich muss irgendwie reinkommen und dann ihn einfach wegkomboen. Aber das ist halt mit der Rolle so schwierig. Irgendwas zu dodgen ist so schwierig. Vielleicht einfach wirklich Schild hochhalten oder so. Dodge die miese Ratte. Die rattige Miese. Chat, ich hab ihn. Englisch oder Spanisch. Ich bin gay! So! Aber du bist tot!
Fürstenseele Nummer 2. Nice, 2 von 4. Das war ja wirklich sogar ein richtig wichtiger Boss. Moment, das bringt mich jetzt zurück, ne? Die Seelen. Ja, genau. Check mal kurz die neue Nebelwand ab, die wir bekommen haben. Und dann habe ich mein trauriges Ziel für heute erreicht. Ich wollte Mausi töten und ich habe Mausi geslayt. Ab jetzt bin ich der Mausi Slayer. Ab jetzt dürft ihr mich nicht mehr Keggy nennen. Ich werde mich hier auf Twitch umbenennen. Mausi Slayer. Ich meine, wir haben heute DLC-Bosse bekämpft. Ich habe heute Artorias besiegt, Chat. Und ich habe heute den Mausoleumswächter besiegt. Und jetzt kommt hier noch Manus. Hörner. Das ist, glaube ich, ein Asylum Demon, ne? Die Hörner. Oder Stray Demon. Taurus vielleicht? Wegen den Hörnern? Capra. Dessen Schnabel. Oh mein Gott! Zum Glück ist er hier, ich muss nicht so weit laufen. Ich habe gerade einen dicken Hammer-Chat. Wir machen den. Noch ein DLC-Boss. Ey, dieser Rando ist wirklich einfach nur DLC, ne? Ich spiele in diesem Rando einfach nur DLC-Content. Ja, was ist dieser Spam? Guten Tag. Cool. In sein Pimmelloch reingehauen. Oh shit. Nein, nein, nein. Ich habe zu viel gestalkt. Boah, geil. Jetzt braucht nur noch Manus-Chat. Dann haben wir alle DLC-Bosse tot. Dann habe ich meine Ruhe. Blitzspeer. Schieb dir den scheiß Blitzspeer sonst wo rein. Junge, von so einer geilen Waffe jetzt wieder auf so einen. Oh. Ambaba. Ich hab voll viele Seelen! Wo ist das Girl? Wo ist Serkan? Junge! Bloodborne Ending! Das ist der Wurm! Ich gehe kurz meine Seelen ausgeben. Blitzbär ist schon quasi plus 5. Ja, ist wenigstens etwas. Aber gleich kommt Ornstein als nächster Boss. Schön mit Blitzimmunität. Ich denke mal, ich rush die 40 Stärken. Dann können wir definitiv alle Stärkewaffen benutzen. Definitiv.
Okay, ich habe gerade einen Lauf. Wir checken kurz die nächste Nebelwand. Sekiro stirbt am Ende sogar zweimal, weil Shadow dies twice. Er stirbt sogar am Anfang. Nach den ersten paar Minuten. Er stirbt ständig. Er stirbt sogar mehrmals als zweimal. Sekiro dies ständig. Ja, bei mir ist auch ein bisschen öfters gestorben. Nee, Talisman ist okay. Ist ja nicht in der Mainwand. Wand. Da ist ja nur mein Schild jetzt weg. Graswappenschild zwar natürlich nice, ne, aber hey. Ich kann immer noch kämpfen. Ich habe dieses Englisch oder Spanisch auf YouTube gesucht. Und was ist das? Whoever moves first is gay? Ja. Ja, da unten komme ich nicht mehr weiter, ne? Der Shortcut ist ja zu. Und da gibt es auch keine Items. Okay, und die goldene Nebelwand können wir noch nicht benutzen. Ja, gut. War sehr erfolgreich so gesehen, jetzt doch, ne? Wir haben Artorias besiegt, wir haben Kalamet besiegt, wir haben Mausoleumswächter besiegt. Ich habe sehr viel gelootet. Zwei Fürstenseelen gefunden. Boah, eigentlich haben wir heute richtig viel geschafft. Ich habe den Ring gefunden für Four Kings Arena. Eigentlich habe ich voll viel heute geschafft, ne? Auch wenn ich vielleicht nicht viele Bosse gemacht habe. Habe ich eigentlich... Oh, ich dachte schon, man kann Feuer sehen, dass die leben. Aber doch nicht. Was ist das? Was ist was? Was ist was? Die Säulen da. Ja, das sind die, die dich wegbringen. Die Gargoyles. Diese pinken Viecher. Die bringen dich da weg nach Anolondo. Ne, die sind vorher nicht da, sondern ich glaube, wenn du halt einmal nach Anolondo geflogen bist, also wenn du quasi den Port freigeschaltet hast, wo du halt dich hin und her porten kannst, dann sind die, glaube ich, dann da. So quasi dein Bus. Ich weiß gar nicht, ob die Säulen vorher da sind oder ob die später auftauchen. Ja. Ich will eigentlich weiter zocken, ich will die ganze Nacht durchballern, aber Chat, wir müssen ins Bett. Ihr müsst bestimmt morgen auch früh aufstehen. Irgendwann finde ich den. Wer könnte es da drin sein? Das könnte Taurus-Dämon sein, oder? Das könnte vielleicht Taurus-Dämon sein. Obwohl, nee, das ist ein Gargoyle. Die Stimme gerade. Das ist ein Gargoyle, ne? Das klingt wie ein Gargoyle. Das Einzige, was mich ins Bett zwingt, ist Pokémon Sleep. Aber wir starten jetzt Keggy Sleep. Das bringt dich auch ins Bett. Das zwingt dich ins Bett.